Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Dinosaur Death Race. Die Regeln. Insgesamt haben wir hier 10 Fahrer, 10 Kandidaten, die hier versuchen gegeneinander anzutreten und möglichst viele Punkte zu sammeln. Davon fahren immer jeweils die zwei, die in der gleichen Farbe sind, zusammen im Team. Die Fahrer werden allerdings nicht alle gleichzeitig losfahren, es werden erst die vorderen 5 losfahren und dann, wenn diese durch sind, werden die hinteren 5 losfahren. Punkte sammelt man, indem man die Strecke durchfährt und möglichst viele Hindernisse hinter sich lässt. Die einzelnen Bereiche sind auch mit der jeweiligen Punkteanzahl versehen. So kann man immer sehen, wie viele Punkte man gerade sicher hat. Und insgesamt gibt es 8 Bereiche. Das heißt, wenn man im 8. Bereich ausscheiden sollte, hätte man hier 8 Punkte sicher. Man scheidet immer dann aus, wenn das eigene Fahrzeug zerstört und fahrunfähig gemacht wird. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel im 2. Gehege fahrunfähig gemacht werde, habe ich insgesamt 2 Punkte gesammelt. Falls man es hier schaffen sollte, die gesamte Rennstrecke hinter sich zu bringen und über die Ziellinie zu fahren, hat man hier auch nochmal Bonuspunkte sicher. Der erste, der es schafft, bekommt nochmal 5 Bonuspunkte obendrauf, der zweite 4, der dritte 3 und so weiter. Und ganz am Ende werden dann die gesamten Punkte des Teams zusammengerechnet und das Team, was die meisten Punkte hat, gewinnt hier das Dinosaur Death Race. Und die beiden Gewinner bekommen dann auch einen 5€ Amazon-Gutschein. Heute findet das Ganze mal wieder auf der ersten Rennstrecke statt. Die ist ja relativ spannend und relativ cool und die sind wir lange nicht gefahren. Die habe ich ja damals selber gebaut und ich dachte mir, ja, heute wird es mal wieder Zeit für diese Rennstrecke. Kommen wir mal direkt zu den heutigen Kandidaten. Da haben wir als allererstes für Team Blau Kiel. Herzlichen Glückwunsch, du bist unser erster Kandidat heute. Dann haben wir für Team Rot als erstes der Spinosaurus-Fan. Die beiden haben übrigens unter das letzte Video einen Kommentar geschrieben und haben sich damit erfolgreich qualifiziert heute. Für Team JWE haben wir als erstes Lucraft. Lucraft war letzten Samstag um 18 Uhr bei der Videopremiere mit dabei und hat am Ende Hashtag DDR in den Chat geschrieben und hat sich somit qualifiziert. Der erste für Team Retro, das ist No Drama Llama. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Und Team Orange ist wie immer unser VIP-Team. Das losen wir gleich live zu, wie das Ganze funktioniert. Erkläre ich euch, wenn es soweit ist. Das Teammitglied heute für Team Retro, das ist Game Let's Play. Und der zweite für Team Blau, das ist heute Repti09. Herzlichen Glückwunsch. Hier haben wir wieder VIP. Und der zweite für Team Rot, das ist Spielewelt12. Und dann haben wir wieder einen von der letzten Videopremiere, das ist Gaming Cloud. Auch herzlichen Glückwunsch an dich. Übrigens, schöne Grüße an alle Premiere-Zuschauer, die jetzt im Live-Chat mit dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt am Ende wieder eine zusätzliche Chance, also bleibt einfach am besten dran. So, jetzt kommen wir mal zu den heutigen VIP-Kandidaten. Das ist immer das Team Orange und das sind die Mitglieder von meinem Kanal, die meinen Kanal unterstützen, die haben nochmal so eine zusätzliche Chance. Ich blende dafür mal eben das Mitgliederglücksrad ein. Und es gibt verschiedene Mitgliederstufen. Einmal normaler VIP, der hat die einfache zusätzliche Chance. Premium VIP, dreifache zusätzliche Chance. Und Elite VIP, fünffache zusätzliche Chance. Und je nachdem ist man halt öfter auf diesem Rad vertreten. Ich würde sagen, ich drehe das Ganze mal und dann finden wir raus, wer heute der erste Fahrer für Team Rot sein wird. Und das ist Dreadnoctus. Ist gar nicht so lange her, dass du schon dran warst, oder? Ist es gerade gar nicht. Ich glaube, 2 Rennen ist es her oder so. Ich habe leider nicht so ein gutes Gedächtnis. Du bist auf jeden Fall der erste Fahrer für Team Orange. Und wir kommen gleich zu deinem Teamkollegen. Dafür drehen wir das Rädchen noch einmal und schauen mal, wer das sein wird. Und das ist, das wird knapp, Mrs. Sunstorm, schon wieder mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, zum dritten Mal schon. Ah, da hat der Justin ganz bisschen Pech gehabt. War sehr, sehr knapp. Aber Mrs. Sunstorm ist auch wieder mit dabei. Das heißt, Team Orange ist heute Dreadnoctus und Mrs. Sunstorm. Und wie ihr hier bei dem nächsten Rennen mitmachen könnt, das verrate ich euch am Ende des Videos. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir mit dem heutigen Dinosaur Death Race an. Die ersten 5 Kandidaten, das sind Kiel, der Spinosaurus-Fan, Lucraft, nur Drama Llama und Dreadnoctus. Und für die geht es jetzt direkt los. Ich bin sehr gespannt, wie weit die Kandidaten hier kommen können.
Diese Strecke ist ja echt sehr, sehr schwierig zu absolvieren, also ganz zu schaffen. Die meisten Kandidaten sind, glaube ich, bis jetzt im zweiten Gehege ausgeschieden. Rot kommt hier auf jeden Fall sehr gut weg und Orange, Dreadnoctus und der Spinosaurus-Fan. Jetzt geht's hier ins erste Gehege, das ist das Gallimimus-Gehege. Und da wird Dreadnoctus schon weggerannt, kriegt den ersten Schaden. Oh, wird noch weiter weggerannt. Das ist sehr bitter. Die anderen Kandidaten sneaken sich jetzt auch durch. Retro und Blau blockieren sich jetzt hier gegenseitig, Kiel und Nodrama-Lama. Die haben sich sogar einen Schaden gemacht, die beiden, durchs Wegrammen. Jetzt wird Retro weggeschoben. Und Orange, oh Gott, Dreadnoctus, 42% nur noch, wurde jetzt eingeklemmt. Das ist bitter. Der Dreadnoctus, der hat hier richtig Leben verloren. Also die Gullis scheinen hier ganz schön hart zu sein schon. Retro wird jetzt hier auch nochmal weggeblockt mit Nodrama-Lama. Spinosaurus-Fan und Retro hängen fest und Nodrama-Lama hat jetzt auch schon ordentlich Leben verloren. Bluecraft hängt da komplett fest, der bewegt sich gar nicht mehr. Jetzt fährt er auch los. Wir springen mal wieder hier nach vorne. Die anderen beiden sind jetzt hier schon im Nasuto-Ceratops-Gehege. Dreadnoctus kommt hier gut durch mit 42% und Kiel jetzt auch. Dreadnoctus bleibt nochmal hängen, kriegt nochmal ein bisschen Schaden. Das ist immer bitter. Und da hinten wird Kiel weggeschoben. Aber Dreadnoctus hat jetzt das zweite Gehege hinter sich gelassen. Ist jetzt bei den Ziegen im dritten Gehege. Hat jetzt 3 Punkte sicher. Das ist schon mal sehr gut. Die anderen Kandidaten. Oh Gott. Der Spinosaurus-Fan hat sich überschlagen, aber nicht so viel Schaden kassiert. Kiel. Das ist nicht gut. 35 nur noch. Wird weggeschoben. 33, 32, 30. Kiel. Das ist ganz, ganz bitter. Dreadnoctus. Oh mein Gott, von den Ziegen wurde er zerstört. Das ist auch sehr bitter. Wir haben es leider nicht gesehen. Damit ist Dreadnoctus ausgeschieden. Und alle 4 Kandidaten stehen jetzt hier vorne im zweiten Gehege. Und Ziegen darf man nicht unterschätzen. Die haben jetzt in der kurzen Zeit wirklich 42 Schaden gemacht. Das ist wirklich krass. Oh, ich glaube, es war sogar ein bisschen weniger. 39 oder so. Kiel. Also die Leute haben hier schon ordentlich Schaden kassiert. Tasten sich jetzt hier langsam voran. Der Spinosaurus-Fan macht das jetzt hier super. Wow, das war richtig knapp. Er war kurz vor den Hörnern. Kommt jetzt hier auch ins Ziegengehege. Versuch mal, die Kamera so ein bisschen so zu halten, dass ihr alles seht. Im Hintergrund seht ihr dann Spinosaurus-Fan da durchfahren. Bleibt jetzt hängen da hinten an Dreadnoctus. Oh, das ist bitter. Er bleibt an dem Frack hängen. Das könnte Probleme machen. Aber hier vorne, das wird hier richtig happig. Die ganzen Nasutos, die stehen hier so sehr im Weg rum. Oha. Das wird schwierig. Kiel, 26 nur noch. Nodrama-Lama schafft es jetzt hier durch. Mit 70%. Sehr gut gemacht. Aber Lucraft wird hier ein bisschen weggeschoben. Das sieht jetzt gar nicht gut aus für Kiel hier. Ach du Schande. Kiel ist jetzt hier wirklich in der Mangel und wird weggerammt und überschlägt sich. Damit ist Kiel ausgeschieden. Lucraft ist hier auch in der Bredouille. Zwischen 5 Nasutos wird jetzt hier weggerammt gegen den Felsen. Und ist immer noch in einer sehr schlechten Position hier. Kann man nicht anders sagen. Mal sehen, was die anderen Kandidaten machen. Die hängen alle noch hier vorne fest bei den Ziegen. Spinosaurus-Fan und Nodrama-Lama, die hängen alle an dem Frack von Dreadnoctus fest. Sehr, sehr bitter. Aber die Ziegen sind gerade sehr weit auf Abstand. Das ist gut. Okay. Lucraft hat es jetzt geschafft. Perfekt. Damit sind alle Kandidaten schon mal im dritten Gehege, bis auf Kiel, der ist leider im zweiten ausgeschieden. Und natürlich ist auch Dreadnoctus im dritten ausgeschieden. Der macht es den anderen Kandidaten wenigstens noch schwer hier. Wird jetzt von der Ziege weiter weggerammt. Damit kommen jetzt aber die Kandidaten hier, glaube ich, durch. An der Spitze der Spinosaurus-Fan, gefolgt von Nodrama-Lama und Lucraft. Mal schauen. Spinosaurus-Fan kriegt jetzt hier ein bisschen Probleme. Aber das ist alles nur minimal. Das sieht gut aus. Aber die Ziegen darf man echt nicht unterschätzen. Das ist echt krass. Wenn die einmal in die Mangel nehmen. Jetzt hat hier Nodrama-Lama einen Angriff versucht, bleibt jetzt aber hier hängen. Und die anderen beiden Kandidaten kommen jetzt auch sehr gut durch. Perfekt. Damit sind alle Kandidaten jetzt hier im vierten Gehege. Müssen jetzt erstmal über die Hugel hier. Die machen auch immer so ein bisschen Schaden. Könnt ihr ganz gut sehen. 54 auf 52. 69. Mal gucken, ob man nochmal Schaden kriegt. 68. Okay, ein Schaden. Das ist aber alles nur minimal. Aber kann natürlich entscheidend sein, wenn man wirklich nur noch ganz wenig Leben hat. Dann kann man hier bei diesen Hugeln natürlich auch ausscheiden. Jetzt wird spannend. Das ist jetzt hier das gemischte Pflanzenfressergehege. Hier kann auch alles passieren. Hier sind schon viele Kandidaten ausgeschieden, weggeglitscht und so weiter und so fort. Wir bleiben mal an der Spitze. Die beiden da hinten bleiben da so ein bisschen hängen. Das ist bitter. An der Spitze ist Nodrama-Lama. Der gibt jetzt hier Gas. Das ist auch immer super spannend. Das ist jetzt bitter.
Oh. Ja, das war's mit Nodrama Nama. Tschüss. Leider ausgeschieden. Das Problem ist hier, glaube ich, an dieser Stelle, dass hier Parkrand ist und dadurch, wenn man darüber geschoben wird, sitzt man leider weg. Bisschen bitter. Was wir mal machen, ne? Aber 4 Punkte für dich, Nodrama Nama. Nicht traurig sein. Ist immer bitter, wenn man wegglitscht. Oh, das wird jetzt hier auch knapp. Er ist jetzt auch am Parkrand. Aber er schafft es nochmal, sich zu fangen. Das Krasse hier ist halt, es geht mega bergab und dadurch beschleunigen die Jeeps richtig doll. Und dann kann es auch wirklich mal zu krassen Unfällen kommen hier. Oh. Oh Gott. Und damit ist auch Spinosaurus-Fan weg. Ich habe wieder den Parkrand gesehen. Das ist alles nicht so optimal. Vielleicht muss ich die Strecke dann nochmal überarbeiten. Ah, bitter, bitter, bitter. Aber was wollen wir mal machen? Gehört halt auch dazu. Jetzt ist nur noch Lucraft im Rennen. Mal sehen, ob er es hier weiter schafft. Die anderen beiden haben natürlich 4 Punkte sicher. Wegglitschen zählt als kaputt gehen. Lucraft 50%. Schafft es auf jeden Fall ins nächste Gehege. Hier sind die Gyrosphären am Start. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich ja mal einen Zaun oder so noch dann in den Parkrand oder sowas machen. Das könnte, glaube ich, helfen, dass man da nicht mehr wegglitscht. Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Weil es mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass dort welche weggeglitscht sind. Aber ist halt auch alles Glückssache, ne? Wäre der Parkrand da nicht... Wäre der Parkrand da nicht gewesen, wären sie vielleicht zerstört worden. Oh, das ist jetzt nicht gut für Lucraft. Der wird jetzt hier eingeklemmt von Baryonyx. Und scheidet aus. Damit ist Lucraft auch draußen im 5. Gehege. Das heißt, Lucraft hat hier die meisten Punkte mit 5 gesammelt. Dann hatten wir nur Drama Lama und Spinosaurus Fan. Die sind, glaube ich, hier ausgeschieden im 4. Gehege. Und dann hatten wir hier Dreadnoctus, der 3 Punkte. Und Kiel, der 2 Punkte gesammelt für Team Blau. Also eine relativ spannende und knappe Geschichte. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die zweite Fuhre. Und jetzt gehen an den Start Game Let's Plays, Rapti, Mrs. Sunstorm, Spielewelt und Gaming Cloud. Und die könnten das jetzt hier alles entscheiden, weil die ersten Kandidaten sind alle relativ dicht beisammen, was die Punkte anbetrifft. Ich glaube, das wird hier eine richtig knappe Geschichte. Am besten kommt hier auf jeden Fall Gaming Cloud weg, gefolgt von Mrs. Sunstorm, Spielewelt, Rapti und Game Let's Plays. Aber es kommt ja nicht auf die Geschwindigkeit unbedingt an. Eher ums Überleben. Oh, die Gullies legen sich jetzt hier schlafen im Weg. Oh, 2 Stück, das ist nicht gut, aber die wachen direkt wieder auf. Boah, das ist richtig bitter, wie die Gullies hier stehen. Ich glaube, hier könnten wirklich Kandidaten ausscheiden. Oh, die stauen sich jetzt hier auch schon, die Kandidaten. Wer ist jetzt hier der Pechvogel? Oh, Mrs. Sunstorm macht das super hier. Kommt hier super durch. Oh mein Gott, das ist nice. Perfekt durchgefahren, ohne Schaden zu kriegen. Blau wird jetzt hier leicht weggerammt, hat aber keinen Schaden kassiert. Ich glaube, das ist jetzt hier eine Lücke, die alle nutzen können. Oh, bis auf Rot. Nein, Rot wird weggeschoben. Spielewelt. Oh mein Gott, das ist bitter. Rückwärtsgang und dann auch dadurch. Das wäre jetzt ideal. Komm, jetzt Rückwärtsgang und dadurch. Wir springen mal wieder an die Spitze. Ich hoffe, du schaffst das. Weil hier vorne wird es jetzt spannend. Mrs. Sunstorm bleibt am Todesfelsen hängen. Und Gaming Cloud fährt vorbei. Sehr klug. Genau wie Rapti. Oh nein, ist Mrs. Sunstorm nicht hier auch schon mal ausgeschieden? Macht jetzt den Rückwärtsgang und bremst Game Let's Plays aus. Sehr bitter für Game Let's Plays. Oh, was passiert denn jetzt hier? Wird sie jetzt hier wieder gegen den Felsen? I don't know. Oh, die Kandidaten da vorne werden auf jeden Fall schon mal weggerammt. 3 Kandidaten hängen jetzt hier auf einem Haufen. Blau, JWE und Retro. Oha. Oh, Gaming Cloud hat jetzt schon ordentlich Schaden kassiert. Rapti macht das super. Kommt jetzt hier gut durch. Mrs. Sunstorm struggelt immer noch an dem Felsen. Von hinten kommt Spielewelt. Das ist jetzt bitter. Mrs. Sunstorm kommt da irgendwie nicht vorbei. Rapti hängt jetzt im Ziegengehege so ein bisschen fest. Das gibt's doch nicht. Jetzt hängt sie da wieder an dem Felsen fest. Also dieser Felsen, der scheint echt ab und zu richtig Probleme zu machen bei den Fahrern. Legt jetzt nochmal den Rückwärtsgang ein. Kann sie es jetzt schaffen? Nein, sie fährt wieder gegen den Felsen. Das ist unbegreiflich. Ich verstehe es nicht. Miri, was machst du? Okay, die ersten Kandidaten kommen jetzt hier gut durch. Gaming Cloud schafft es. Rapti wird jetzt hier nochmal von den Ziegen weggerammt. Oh, Mrs. Sunstorm wird jetzt schon von hinten attackiert. 68% noch. Ist im Felsen geglitscht. Schafft es aber. Perfekt. Sie ist am Felsen vorbei. Sehr gut gemacht. Oh Gott. Rot wird jetzt hier richtig in die Mangel genommen. 11% nur noch bei Spielewelt. Eieiei. Kann das hier schaffen? Mrs. Sunstorm hängt jetzt auch hier hinten fest. Ist gerade super spannend. Ich würde auch gerne an die Spitze springen. Game Let's Plays ist im Ziegengehege. Rot schafft es jetzt auch mit Spielewelt. Mrs. Sunstorm ist jetzt hier noch
in der Bredouille und wird weggerammt. 33%. Gib Gas. Bitter, bitter, bitter. Ich glaube, das wird sehr schwierig, hier vorbeizukommen. Wenn ihr mal guckt, wie die alle im Weg stehen. Eieiei, wir gehen mal kurz an die Spitze. Schauen wir eben, wie sich die anderen Kandidaten schlagen. Hier vorne haben wir Gaming Cloud. Gaming Cloud hat jetzt auch schon ein bisschen Schaden bekommen. 55%. Spielewelt wurde zerstört. Ich weiß nicht wo. Wir werden gleich gucken. Aber erstmal gucken wir jetzt, was Gaming Cloud hier macht. Quetsche ich hier gut durch. Gefolgt von Rapti. Der quetscht hier auch am Rand durch. Super gemacht. Das sieht super aus. Wir gehen mal ganz kurz zurück und schauen mal eben, wo diejenigen zerstört. Oh, Spielewelt wurde hier bei den Huggeln zerstört. Ich glaube, die beiden haben einen Unfall gebaut. Game Let's Plays und Spielewelt. Mrs. Sandstorm hat es auch geschafft. Perfekt. Ist jetzt hier auch gleich im vierten Gehege. Sehr, sehr gut. Wir gehen wieder an die Spitze. Oh, 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 oh. Die beiden Kandidaten haben hier einen Unfall gebaut. Rapti hängt jetzt hier fest. Und Gaming Cloud kommt jetzt hier gut durch. Schafft es auf jeden Fall ins fünfte Gehege. Super gemacht. Ah, Rapti hat jetzt hier noch ein bisschen Probleme. Die ganzen Paras sind jetzt hier. Oha. Oh, kann er hier am Rand vorbei? Das wäre super. Das ist ideal, wie er hier fährt. Nice one, Rapti. Spring nochmal ganz kurz zurück. Schauen wir, was die anderen beiden machen. Mrs. Sandstorm quetscht sich jetzt hier auch durch. Game Let's Plays hängt da immer noch ein bisschen fest. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass ich leider nicht alles beobachten kann. Mrs. Sandstorm hat noch 24% Leben. Und muss jetzt hier unter dem... Oh, schade. Ich dachte, für die Fans fährt sie da unten durch. Tut sie aber leider nicht. Ist aber wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung, das nicht zu riskieren. Könnte gut sein, dass sie jetzt hier gleich ausscheidet. Aber wir springen mal wieder an die Spitze. Wir wollen ja nicht alles hier verpassen. Hier haben wir nämlich... Gaming Cloud. Der ist gerade an Lootcraft vorbeigezogen. Hat jetzt seinen Teamkollegen überholt. Und gefolgt von Rapti. Der fährt hier auch super durch. Sehr, sehr schön. Kommt jetzt hier ins Spinosaurus-Gehege. Und das wird knapp. Oh, wird hier direkt weggerammt. 34% nur noch von Gaming Cloud. Macht hier direkt Kontakt mit dem ersten Spino im Gehege. Rapti fährt gut da dran vorbei. Jetzt bin ich sehr gespannt, was die beiden machen. Das ist, glaube ich, das sechste Gehege schon. Oh nein, das ist nicht gut. Gaming Cloud bleibt jetzt hier am Spino-Raptor hängen. Der scheint aber kein großes Interesse zu haben. Oh, 5% nur noch. Das ist bitter. Rapti übernimmt damit die Führung und hat auch noch relativ viel Leben mit 78. Boah, wird jetzt hier fast weggerammt. Oh nein! Gaming Cloud weicht auch gerade so aus. Das war richtig knapp. Oh mein Gott. Okay, das ist eine richtig knappe Kiste hier, Leute. Rapti fährt jetzt hier super durch. Oh, wird jetzt hier weggerammt von dem Spinosaurus. Das könnte jetzt hier richtig Probleme geben. Die laut. Da kommt Gaming Cloud. Quetscht sich vorbei mit 5%. Rapti hängt da leider noch fest. Gaming Cloud fährt ins nächste Gehege. Zu den Kakarodontos. Oh nein, jetzt könnte es hier für Rapti vorbei sein. Der Spinosaurus dreht sich um und quetscht ihn in die Wand. Und damit ist er ausgeschieden. Wir springen ganz schnell an die Spitze. Ich weiß nicht, was gerade hinten abgeht. Auf jeden Fall ist Gaming Cloud jetzt hier im siebten Gehege, müsste das sein schon. Oh, fährt jetzt hier super dran vorbei an den Chachas. Hat nur noch 3%. Oha. Das könnte es hier gleich gewesen sein. Ein Fahrfehler und das war, dann war's das. Bockt sich jetzt hier selber auf und da kommt schon ein Kakarodonto angelaufen. Aber er schafft es jetzt hier. Beschleunigt jetzt sehr gut. Mrs. Sandstorm wurde zerstört von einem Baryonyx. Okay, das heißt, sie ist im fünften Gehege ausgeschieden. Wir bleiben aber an der Spitze. Das heißt, nur noch zwei Kandidaten im Rennen. Einmal Gaming Cloud und Let's Plays war das. Gaming Let's Plays war, glaube ich, der Name. Wo der gleich ist. Opa. Gaming Cloud 2% im letzten Gehege. Kann er es hier schaffen? Das gibt richtig saftige Bonuspunkte, wenn er es hier schafft. Oh, 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 oh. Hier stehen viele Rexys. Ganz, ganz viele Rexys im Weg. Das wird schwierig. Aber er fährt hier super durch. Nice one. Er schafft es, glaube ich. Oh, hat noch 1% Schaden durch den Sprung gekriegt. Oh mein Gott, mit 1% schafft es Gaming Cloud. Wow, herzlichen Glückwunsch. Mit 1% über die Ziellinie. Springen wir ganz schnell zurück, Leute. Ganz, ganz schnell zurück. Wo haben wir unseren letzten Kandidaten? Hängt der immer noch da hinten fest? Oh nein. Ich glaube, der ist weggeglitscht. Hier ist übrigens Mr. Sunstorm verendet, leider. Das ist natürlich sehr bitter. Uff. Ich sehe ihn nicht mehr, den letzten Kandidaten.
Nee, das ist Gaming Cloud. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der letzte Kandidat, also der letzte Stand, den wir hatten, ist, dass er hier vorstande. Aber der wird wahrscheinlich im vierten Gehege weggeglitscht sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also ich werde ihm, denke ich mal, 4 Punkte geben. Und ja, das können wir leider nicht anders kontrollieren. Das muss ich bei dieser Rennstrecke auf jeden Fall hier noch korrigieren. Werde ich beim nächsten Mal, falls wir die Rennstrecke nochmal fahren sollten, werde ich das auf jeden Fall korrigieren. Das war auf jeden Fall mega spannend. Wir haben einen Kandidaten, der hat das Rennen hier abgeschlossen mit einem HP, mit einem Lebenspunkt. Das ist schon wirklich krass und ich würde sagen, willkommen jetzt zur Siegerehrung. Und dann kommen wir schon zur heutigen Siegerehrung und die ist was ganz Besonderes. Ich habe mich hoffentlich nicht verrechnet, aber machen wir es kurz. Wir haben einen 4-mal geteilten 2. Platz. Das heißt, jeder Kandidat geht hier heute mindestens mit der Silbermedaille raus. Fangen wir bei Team Rot an. 4 Punkte plus 4 Punkte gleich 8 Punkte. Bei Team Blau 2 Punkte plus 6 Punkte gleich 8 Punkte. Bei Team Orange 3 Punkte plus 5 Punkte gleich 8 Punkte. Und Team Retro 4 Punkte plus 4 Punkte auch 8 Punkte. Alle Teams haben 8 Punkte, außer natürlich Team JWE. Denn Lucraft hat es bis ins 5. Gehege geschafft. Lucraft war der Beste von der 1. Fuhre und auch Gaming Cloud war der Beste von der 2. Fuhre. Damit hat ganz klar heute Team JWE gewonnen. Gaming Cloud hat das Ganze sogar mit einem Lebenspunkt, was mega knapp und mega spannend war, abgeschlossen. Hat damit 8 plus 5 Punkte. Insgesamt dafür für Team JWE 18 Punkte. Heute die klaren Sieger Gaming Cloud und Lucraft. Herzlichen Glückwunsch an euch zwei. Meldet euch bei mir im Discord und dann könnt ihr auf jeden Fall euren Preis hier bei mir abholen. Ja, war ein mega spannendes Rennen, hat richtig Spaß gemacht. Ich muss sicherlich noch die ein oder andere Sache bei dieser Strecke überarbeiten, aber an sich finde ich die schon ganz cool. Falls ihr nächsten Samstag um 18 Uhr bei dem nächsten Dinosaur Death Race mit dabei sein wollt und teilnehmen wollt, dann können alle Leute, die jetzt im Live-Chat bei der Videopremiere dabei sind, einmal Hashtag DDR in den Chat schreiben und zwei von euch werden dann das Team JWE bilden, nämlich das Premiere-Team. Und natürlich alle Leute, die es im Nachhinein sehen. Ihr könnt gerne Hashtag DDR unten in die Kommentare schreiben und dann habt ihr natürlich auch eine Chance, dann beim nächsten Rennen mit dabei zu sein. Ich hoffe, das heutige Rennen hat euch eine Menge Freude bereitet. Ich hatte wieder richtig viel Spaß. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.